Hat das was zu bedeuten? Ich hab mich das gerade auch gefragt. Hat das irgendeine Bedeutung? Na. Ach komm, ich will da hoch. Ich komme da nicht hoch. Ich komme da echt nicht hoch. Wieso komme ich da nicht hoch? Das klappt doch sonst. Jetzt. Yeah. Juhu. Danke für das Zensieren, Herr Hase. Ja, glaub ich. ICH, bitte. ICH? Was ist das? Ja, der eine hat ich mit SCH geschrieben. Ich schwöre, Alter. Auf meine Mama, ey. Ich mach noch was ganz anderes auf deine Mama, ey. Entschuldigung. Deine Mutter wurde zur Gerichtsakte hinzugefügt, gell? Gerichtsakte ist voll. Das ist fies. Da habe ich voll konkret Reihe BMW, Digga. Nein, ich bin so nett. In der Tat. Ja. Mano. Ja. Mann, jetzt bin ich traurig. Nom. Ja, ich will doch bloß meine Münzen. Und so. Juhu! Und Nummer 1 ist da. Wann wurde dieses Spiel überhaupt erfunden? Also, was erfunden? Welches? Veröffentlicht. Super Mario 64 DS. 64 DS? Oh, bin mir nicht sicher. Also 64 kam als Launch-Titel des... Entschuldigung, dass ich reingeredet hab. Ist okay. Ich erlaube es dir. Nein. Ich merk schon. Okay, gute Nacht, Lippi. Oh, nein, diesmal nicht. Ja. Lippi. Oh mein Gott, du hast 5 Münzen. Ich habe 5 Münzen. Wow. Jetzt kam Nummer 3. Was? Wow, 7. Ja. Und 10. Es ist weg. Nee, 9. Und es ist weg. Und jetzt hast du 11. Ja, also die roten Münzen sollten kein Problem werden jetzt, aber ja, ich glaube dann, was mache ich dann? Weil ich glaube, ich werde es nicht schaffen, im Außenbereich alle Münzen, die ich haben will, schon zu sammeln. Doch, just do it! Blüpp! Oh oh. Wohin ist denn die Kiste verschwunden? Kling, kling, Münzchen, klingelingeling. So, ich versuche jetzt irgendwie hier noch Münzen rauszubekommen und zwar möglichst unversehrt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du das mit Kinect-Steuerung machst. Das mache ich sicher nicht in Kinect-Steuerung. Nee. Bin doch nicht lebensmüde. Bin euch nicht lebensmüde. Ernsthaft. Geht nicht. So, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich die... Die Stacheln springen pro Kill 5 Münzen. Ich merk schon. Das dachte ich mir nämlich schon so irgendwie. Beziehungsweise außerdem, das sind keine Stachis, ja. Das sind nämlich eigentlich Pokies, ja, genau. Oh, da wäre ich jetzt auch nicht so schnell rausgekommen. Bist du zumindest okay. Schon müde? Nein. Ja. Oh Gott. Hirga! Stampf mal auf allen 4 Säulen. Oh nein! Nein! Wieso soll ich auf allen 4 Säulen stampfen? Vielleicht bekommst du da Münzen. Benutz Mario!
Also wenn ich dieses mit den mit diesem Bosskampf da triggern soll, dann muss ich da nicht stampfen, dann brauche ich das bloß sie. Ich nehme das. Nimm das, nehmt das, ihr Münzen. Ah. Mist. So. Hauptsache alles töten. Die Wüste ist total leer, aber Hauptsache die Münzen. Ja. Ah! Ha! Ah! Und ich hol mir mal ein Leben, weil ich brauche ja jetzt so langsam mal wieder eins. Das war nix! Game over. Tada! Und Schrauber essen. Ja, Hubschrauber essen. Hubschrauber, ja. Hm. Also das genervte Schönen war es wert. Irgendwie hatte ich auch schon den Gedanken, das wird jetzt passieren. Dass es wirklich passiert ist, das war... Ich geh mal kleine kurz Irre. Kleine Irre. Kommst du so lange klar? Nein. Ich schaff das nicht. Ich überlebe es nicht. Hilfe! Naja, ich suche jetzt den Begriff pansexuell, weil mir das keiner erklären will. Und dieser Skalen war viel zu faul, um es mir zu erklären. Oh, wie gemein. Dann würde ich einfach sagen, jetzt will ich es gar nicht wissen. Auch wenn es nicht stimmt. Okay, hey, du Scheiß-Guy. Hä? Pansexualität ist eine sexuelle Orientierung, bei der Personen in ihren Begehren keine Vorauswahl nach Geschlecht bzw. Geschlechtsidentität treffen. In den... Egal. Mhm. Okay, was heißt das? Na, das bedeutet, man hat keine Präferenzen, ob jetzt Mann oder Frau. Ah, okay, das heißt bisexuell. Nicht, ist eine Form von Bisexualität, ja, weil okay. Bisexuelle können auch zum Beispiel ein Geschlecht bevorzugen. Okay, ja. Ja, ich bin gebildet, okay, was danke. Das angeht. Pfannensexuell, oh Mann. Oh, ich weiß nicht, was das so ist. Ey! Bleib hier! Ach so, nee, die bringen ja eh keine Münzen. Nur die hier. Ja, der nächste Satz hier bei Wikipedia ist einfach nicht mit bisexuell zu vergleichen. Genau. Und dann vergleichen mit bisexuell und, tschüss. Und polysexuell. Okay. Nein! Dann eben nicht. Okay, jetzt haben wir erstmal hier einen Poki. Ja, wir haben dich auch lieb, Scarlett. Ja. Ja? Wirklich? Ja, okay, ab jetzt wird das Wort Piep jetzt zensiert. So. Das Wort Piep wird zensiert, das hätte ich ja nicht gedacht. Also willst du mal meinen Piep, 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 Piep? Genau. Das Piep, Quelle, Piep, Quelle, my little Piep, my little Piep. Ha ha ha, my little peep. Da, 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 da. My little penis. Da, 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 da. I used to wonder what would be. Sing jetzt kein Blödsinn. Blödsinn. Das ist doch der totale Schwachsinn, Mann. Piepan. Ist auch ein Wort dafür, ja. Für den totalen Schwachsinn, Mann. Nein. Totale Schwachsinn. Ja. Ja, Light hat jetzt piep, piep, piep gemacht. Piep, boop, und Sushi piep, hat gerade einen Lachkrampf. Tolle Spitznamen haben wir hier. Ja. Smiley Flut. Nein! Was? Smiley-Verhütung? Flut! Oh. Und dann bin ich vermehrt. Okay. So, wie viele Münzen brauche ich denn noch? 60.
gleich nicht mehr. Jetzt es ist nur noch nicht 22 Uhr, danach gibt es keine Zensur mehr. Ach ja, 22 Uhr hören wir übrigens auf. Das ist ja nicht mal ein Witz. Ja, stimmt sogar. Ah, die Münzen waren nix für mich. Friendship is peep. Ja, Friendship is perverted. Ja. Ja. Nee, es ist gerade irgendwas anderes. Ja. Dein gewisser Liebling ist wieder da. Hurra! Diese Welt geht unter, hurra! Oh Gott, nein, du kennst das? Ja, klar. Ich find's schlimm genug, dass ich das kenne. Ich auch. Das Einzige, was ich cool finde, ist, wie das kleine Mädchen das sagt, aber das war's schon. Okay. Nein, ich komm nicht ran! Die Welt, sie hielt den Atem an, die Zeit stand stocken still und ich ersann, was ich noch retten kann und retten will. Süß. Glück. Ja. So, 50 Münzen noch, das kann was werden. Oder um die 50. In 3 Minuten. Nee, naja, wir können ja ruhig ein paar Minuten hinten ranhängen. So ist ja nun nicht. Hey Sushi, ich werde manchmal Wasabi genannt und ich mag Wasabi auch nicht. Hey, das ist ja schön. Ja, weil ich habe gerade geschrieben, Leute, ich heiße jetzt Sushi und ich mag das nicht mal. Und Sushi finde ich auch mega schlimm. Ich weiß nicht, wie man sowas mögen kann. Ich mag übrigens manchmal Sushi. Oh! Okay, es kommt drauf an, also es gibt hier in Berlin gibt es tatsächlich ein Sushi-Restaurant, wo ich sage, das ist genial. Also das macht richtig geiles Sushi. Es gibt Sushi, das kann ich auch nicht ab, aber das ist einfach. Köstlich. Antrag einen neuen Spitznamen. Spitzname, neuer Spitzname wurde abgelehnt. Ah, ich muss noch was loswerden und zwar morgen kommt eventuell Post an und ich bin nicht zu Hause. Habe ich das schon gesagt? Mir ja, sie nicht. Ihnen. Also, Ihnen, ja genau. Ja, und zwar, morgen kommt bei mir Post an, und zwar ein HTC Vive Virtual Reality Headset und... Und er ist nicht da. Und ich bin und nicht da. Und er ist weg. Und ich bin weg. Das zum Glück doch nicht. Und das ist echt schlimm, weil ich warte da schon seit Anfang des Monats drauf und jetzt kommt's endlich und ich bin nicht da. Das ist traurig. Ich möchte weinen. So, gibt's da drin genug Münzen für mich oder soll ich's lieber... Ich versuch's. Ich komme dann nicht mehr raus. Ich versuch's. Oder nicht? Ach, ich versuch's. Ich will die 100 erstmal haben. Also, gleich wenn die nicht klappen sollen. Heißt es. Aber ich will nicht weg. Ja. Erstmal die Münzen. So. Und jetzt, oh Gott, wie rum muss ich da? Okay. Morgen ist KAMF. Was? Ich weiß auch nicht, was das ist. Scarlett, bitte drücken dich deutlicher aus. Dankeschön. Oh Gott, das ist bestimmt irgend sowas Böses. Oh, was Böses. Naja, es heißt Kampf. Wann ist der nächste Stream? Ich habe sonst Angst. Der nächste Stream ist... Was? Ich habe sonst Angst, dass ich den nächsten Stream verpasse. Naja, wird ja alles wieder gezeigt in Form von Videos. Also von daher... Übrigens, es kann auch mal passieren, dass ich Streams einfach so mache, wenn ich, weiß ich nicht, an irgendwelchen Projekten arbeite, wo ich normalerweise keine Videos zu machen würde. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf die Idee kommen würde, ich arbeite am Layton-Fangame oder sowas, dann kann es passieren, dass ich das auch mal über einen Stream mache, aber dann erzähle ich auch nichts, dann rede ich nicht dabei, dann mache ich einfach meine Arbeit. Wer zugucken will, kann das, aber so normale Streams, weiß ich noch nicht. Wird dann halt wieder, wie gesagt, angekündigt oder eben nicht angekündigt. Mhm. Ich mag es eigentlich lieber unangekündigt, weil dann ist jeder da, der da sein will und vielleicht sind dann ab und zu manche... Oh, das wäre jetzt fies, wenn ich das ausspreche. Oh nein, gleich ist es vorbei. Holt die Taschentücher raus, Leute. Bitte nicht!
Igitt! Was wollt ihr? Nein, was habt ihr vor? Das ist ja widerlich! Ich nehme Krabbensaft. Okay, so, der Stern ist jetzt zwar, den habe ich zwar jetzt. War es das schon? Soll es das gewesen sein? Ja, das war's. Also dann. Tschüss. Hey, möchte sich nicht noch jemand verabschieden? Nein? Nee. Nee? Nee. Na gut. Also dann, bye bye an alle.